Es war einer der ungewöhnlicheren Einsätze für die Berliner Feuerwehr. Am frühen Morgen ist im Foyer eines Luxushotels das 16 Meter hohe Großaquarium Aquadom geplatzt. 1 Million Liter Wasser und etwa 1500 Fische ergossen sich ins Erdgeschoss und auf die Straße. Dabei wurde der Gebäudekomplex beschädigt. Die Hotelgäste mussten das Gebäude verlassen. Handybilder von Gästen zeigen die Verwüstungen im Inneren des Hotels, in dem gegen 5:30 heute Morgen der Aquadom, ein riesiges Aquarium, zerplatzt ist. Zuerst haben wir gedacht, es ist ein Gewitter und es ist ein kalter Schlag. Irgendwo hat es jetzt eingeschlagen und haben dann weitergeschlafen. Und heute Morgen, kurz vor 9, kam jemand und sagte, in aller Ruhe zum Glück, wir haben eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, um alles zusammenzupacken. Das Hotel muss evakuiert werden, das Aquarium ist geplatzt. 1500 Fische waren in dem Becken. Die konnten nicht gerettet werden, als die 1 Million Liter Wasser aus dem zerborstenen Zylinder herausströmten. 2 Verletzte hat es gegeben mit Schnittwunden. Ob Mitarbeiter oder Gäste ist laut Feuerwehr noch unklar. Dank der frühen Morgenstunde haben sich die meisten der 350 Gäste auf ihren Zimmern befunden. Wenn das Ganze nicht um 5.45 Uhr passiert wäre, sondern auch nur eine Stunde später, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich furchtbare, auch menschliche Schäden hier berichten. Warum das Aquarium geborsten ist, ist noch unklar. Ein Statiker ist gerade dabei, das Gebäude zu begehen und zu begutachten. Und sobald der das Gebäude freigibt, wird die Einsatzstelle dann von uns an die Polizei Berlin und den Betreiber übergeben, die dann also die Ermittlungen zur Ursache aufnehmen. Mit dem Aquadom verliert Berlin eine Touristenattraktion. Laut Betreiber war er mit seinen 16 Metern Höhe das größte zylindrisch freistehende Aquarium der Welt.